jetzt aber in den Feuertempel. Und... Hep! Ups. Tschu! Schneller. Und seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay. Erstmal die Lage sondieren. Okay. Gucken, ob ich die Viecher treffe. So, um eins. Ah! Ach Gott. Ich verschwende hier eine Runde meine Pfeile, ist auch gut. Aber es macht ja. Ach Gott, nee, es macht ja doch keinen Spaß. Hier ist ein. Ach, das. Ja, ja. So. Ja, komm zu mich. Das hat ja einmalig viel gebracht. Da. Gehen wir mal nach links, würde ich sagen. So. Ja, wer ist denn da? Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich. Link, du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Kronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höllen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder, bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Okay, dann, was haben wir denn hier jetzt? Hier geht's. Gehen wir doch erstmal links, weil geradeaus, ja. Link kann einiges, aber so weit kann er nicht springen. Okay. Ab! Weil wir ja so gut geradeaus hopsen können. Und. Ach, der ist ja schon der. Ja, wie dumm, putziger. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Kiste, Kiste! Ja. Sascha? Yeah. Ein kleiner Schlüssel. Und ich meine mich auch zu entsinnen, in der Eingangshalle eine Tür gesehen zu haben, die noch verschlossen ist. Dann werden wir unser neu gewonnenes Geschenk doch direkt mal einsetzen, würde ich sagen. So, positionieren, damit wir auch nicht daneben springen. Wie im Todeskrater. Das war die falsche Betonung irgendwie. Todeskrater, nicht Todeskrater. Wir ignorieren diese Tücher jetzt einfach mal. Hallo. Und öffnen. Auch immer die Ketten so schön verschwinden. Da brauchen wir. Brauchen wir einen Schlüssel. Erstmal kurz einen Schlüssel. Sehen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Gott, das ist ja ein halbes Blind-Let's Play. So wenig, wie ich noch weiß. So. Das wird noch lustig.
die Blöcke sind ja nett. Hey! Gehen wir erstmal so durch. Mal gucken, was es da Nettes zu sehen gibt. Ein Gang. Hallo, hallo. Mensch, ich habe ja gerade einen richtigen Lauf. Was? In dem irgendwie ein bisschen nach. Okay. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Groronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Klingt logisch, wenn dahinter irgendwas ist. Oder ein Hohlraum ist. Klingt das logisch. Und öffnen. Na, für dich habe ich doch direkt ein Einsatzgebiet. Mensch. Da weiß ich doch schon direkt, worauf ich das anwende. Aber zuerst möchte ich gerne mal was ausprobieren. Komm schon. Weil da oben ja dieser Block... Navi, was willst du? Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Ein kleiner, subtiler Hinweis. Warte mal. So war es, glaube ich. Ja. Bis ich diese ganzen Lieder wieder drin habe. Früher konnte ich die alle auswendig. Früher konnte ich die auch alle auf der Ocarina spielen. So komplett. Also auf der richtigen Ocarina. Nicht auf Spiel. Ja, ich war schon ein kleiner Freak. Bin ich immer noch. Stehe ich zu. Stehe ich voll. Freak und stolz drauf. So, gehört. So. Jung. Jum! Zerstört euch gern selber. Jum! Jum! Schupp! Schupp! Hallo! Hallo, Schwabbel! Na, das findest du gar nicht nett, ne? Ah. Oh, das war grandios. Habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Blup. Ja, das Spiel lohnt sich ja. Und Skulltula. Mensch. Mensch, ich mein... Ja, das war doch mal cool geholt. So, da hätten wir das auch schon mal abgefrühstückt. Und dann würde ich sagen, wir gehen einmal zu der Halle zurück. Genau, zu dieser Halle. Dann so einmal schräg gegenüber wäre das ja dann. So, ich glaube hier so. Hallo. Flieg mit mir davon. Ah. Mensch, das geht doch nicht. Ach, ich höre ja schon auf. Ich so leicht Ohrwürmer, ist schlimm. So, hopps ja. Dann werden wir das doch direkt mal ausprobieren. Was war denn da hinten noch? Ja, das war ja natürlich. Das war natürlich gleich, stell mich direkt vor den. Ich habe keine Ahnung, was da war. Ich glaube, so eine Wand. Ein kaputter Hauen. Aber ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt hier durch. Ja, okay. Lightning McQueen. Haha. War sehr lustig. Ah, nein. Hab's nicht drauf. Ne? Ach Gott, egal. Erstmal hoch. Aber eigentlich, rein logisch, müsste dieses Gitter doch scheiße heiß sein, oder? Also ich meine, das in einem Vulkan, das muss... Das muss heiß sein. Würdest du schießen? Danke. Der ist aber gnädig gestorben. Okay, so. Bloß nicht daneben. Und jetzt einmal. Schieb, Link. Schieb. Streng dich an. Streng dich an. Streng dich an. Komm schon. Streng dich mal an. Einmal. Komm für mich. Super. Und direkt hinterher. So, Aufzug bitte. Danke! Ach, da waren noch Herzchen. Brauchen wir eh nicht. Aber wir brauchen hier einen Schlüssel. Okay, direkt wieder zurück.
Das hat's dann ja eher nicht so gebracht. Okay, die Frage ist jetzt, wie komme ich da wieder hoch? Mist, aber auch. Ach, vielleicht da. Vielleicht komme ich da hoch. Nein! Mensch! Ich habe mich ins Ausseits manövriert, ist das ein Scheiß. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Scheiße. Ja, hör auf zu rumzuheulen. Ach, hör auf rumzuheulen. Bist du ein Mann oder eine Memme? Na, Junge. Könnte meinen, du wärst ein Mann. Obwohl, ich kann dir unter das Röckchen gucken. Wer weiß. Nein! Mensch! Ach! Jetzt schieße ich mich zurück. Ich glaube nicht wahr. Mensch, ist das ein Mist hier. Das geht doch nicht. So, mit... So, hier irgendwo müsste das Teil sein. Nein! Verdammt! Dammit! Verdammt! Das ist doch nicht wahr. Doch nicht euer Arm. Ja, ja, klar. Aber daran hältst du. Gut, na endlich. Okay. Leute, ich habe gerade echt keinen Peil, wie ich hier wieder rauskomme. Man könnte auch natürlich einfach wieder hochlaufen. Ich dachte eigentlich, der rutscht da genauso runter. Das war jetzt mal wieder peinlich. Ja, let's fail, ne? Ich sag's ja nur. Eigentlich durfte ich meine Videos komplett nicht Let's Play nennen, sondern nur Let's Fail. So wie ich hier rumfaile. Wie das hier gerade, ich wollte eigentlich gucken. Mist, aber auch. Ich sollte blind daneben schreiben. Sowas von blind. Geh weg, ich möchte nicht mit dir spielen. Okay, null Schlüsselchen. Gucken wir doch mal zurück. Nein, mit dir möchte ich auch nicht spielen. Was haben wir hier? Nein, nein, geh weg. Geh weg. Ach, dann komm halt hier. Mensch, stirb endlich. Boah. Ist ja wohl nicht wahr. Hallo. Geh halt hier mal durch. Ach, hier waren wir doch schon. Das war doch die erste Tür. Nee, war es nicht. Aber das hilft uns trotzdem nicht weiter. Hallo. Pippa, Pippa, Pippa. Bitte friss. Ups. Bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. War das nicht eben jetzt? Nee, egal. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gucken wir mal auf die andere Seite. Hier kommen wir auch nicht weiter. Gehen wir mal wieder links. So. Geh weg. Ich bin gerade aggro. Das würde dir nicht zugutekommen. Okay, da waren wir. Gehen wir mal nicht rechts. Gehen wir mal. Doch, versuchen wir es. Vielleicht kommen wir darüber. Jupp. Gehen wir rechts. Wenn man es drauf hätte, könnte man dann auch geradeaus springen. Aber ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Kennt ihr ja schon. Alex und geradeaus laufen ist einfach nicht. So. Okay, dann werden wir einmal hier drauf. So. Hops. Wenn die schon hier so oben stehen, dann ist da sicher irgendwie eine Fee drin oder so. Deswegen passe ich jetzt ein bisschen auf. Und werde schon mal ein Gläschen bereithalten, weil ich bin ein kleiner Tierquäler. Wo ist das Feentier? Jam! Da hat mein Gespür mich doch nicht betrübt. Betrogen. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. Das ist schon zu spät. Mensch. Ja. Bäumchen!
Mensch, wenn ich jetzt da runterfalle, haue ich mich selbst. Bleib hier! Wo ist sie? Das ist doch nicht wahr? Das kann doch nicht der. Da war's. Wo ist sie gerade hingeflogen, bitte? Sag mal, wo ist sie denn hingeflogen? Kann mir das mal jemand erklären? What the fuck? Okay. Noch eine? Hä? Hä? Noch eine? Nee. Bumm. Nehme ich auch. Okay, hier. Das hat uns aber herzlich wenig gebracht, würde ich sagen. Komm. Ein bisschen schmerzlos sein. Wir waren da noch nicht, vielleicht geht's ja da tatsächlich weiter. Wow, ich hab's tatsächlich egal. Setzen wir halt mal ein paar Leben ein. Link tut ja sonst nichts für seinen Job hier. Okay, da ist so eine Wand. Die klingt eigenartig, aber ich habe ja jetzt noch nicht das Ding. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Weil eigentlich hieß es doch mit dem Relikt. Mit dem Reliktigon, aber so. Ach nein, dann geht's ja weiter. Na dann. Und noch einer. Ja. Hallo. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt öffnen, aktivieren. Das Relikt der Goronen kann dir dabei behilflich sein. Ja, gut. Okay. Und Checker. Ein kleiner Schlüssel. Jetzt können wir endlich da oben hin. Das ist so dummer, mein Stoff. Okay. Aber gut. So wie ich im Moment drauf bin, habe ich ja doch ein bisschen Angst vom Wassertempel. Aber gut. Dann auf hier, würde ich sagen.